Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Sub-Videos. Ja, ich habe den ersten Teil für euch mal in die Infobox gepackt, falls ihr den noch nicht gesehen habt. In diesem Video soll es einfach theoretisch um meinen Sub, also meinen Stapel ungelesener Bücher gehen. Ich meinte ja schon im ersten Video, dass ich so an die 120 Bücher auf meinem Sub habe. Und ich werde das Ganze jetzt so in 3-4 Teile splitten und euch in jedem Video einen Teil meines Subs zeigen. Und ihr könnt sehr, sehr gerne natürlich in die Kommentare schreiben, ob ihr die Bücher schon gelesen habt, wie sie euch gefallen haben. Alles Mögliche. Und genau, ich sage es auch nochmal, dadurch, dass es jetzt hier so viele Bücher sind, kann ich nicht zu jedem so mega viel sagen. Das heißt, ich werde sie einfach zeigen und freue mich dann sehr, sehr auf eure Kommentare dazu. Dann würde ich sagen, los geht's. So, wir hatten hier einmal Goldene Zeiten im Gepäck von Adriana Popescu. Wie man bei Regen einen Berg in Flipflops erklimmt von Carrie Weston. Interessiert mich sehr, weil das so ähnlich sein soll wie To All the Boys I've Loved Before und das habe ich ja absolut geliebt. Von Amy Gentry, Wie du mir, ist ein Thriller. Habe ich auf der LBM 2019, also dieses Jahr, mir mitgenommen, aber bisher leider noch nicht gelesen. Von Linda Shipp, Verdammt nah am Himmel, leider auch noch nicht gelesen. Linda, es tut mir so leid, ich möchte dein Buch schon so lange lesen und irgendwie schaffe ich es einfach nie oder weiß ich nicht. Es kommen immer irgendwie andere Bücher dazwischen, es tut mir so leid. Dein Buchbaby wartet hier auf mich und ich hoffe, ich kann es ganz bald lesen. Not My Type von Lucy Score. The Future is Female, herausgegeben von Scarlett Curtis. Reißt mich auch sehr, weil dort sehr, sehr viele, ja, Gastbeiträge sind, zum Beispiel auch von Emma Watson oder Keira Knightley, wie hier draufsteht. Also scheint sehr, sehr spannend zu sein. Sehr, sehr interessantes Buch. Gerade auch natürlich sehr aktuell. Also, ja. Von Ella Zeiss, Wie Gräser im Wind, der erste Teil dieser Reihe. Ich weiß nicht, wie viele Teile es dafür gibt. Von Emma Seymour, Fanny Rose Eden, auch wieder schon viel zu lange auf meinem Sub. Von Elias Haller, Leid und letzter Tag, ist sogar signiert, weil wir ja diese Wohnzimmerlesung hatten während der LBM 2019. Und das war sehr toll, ist ein sehr, sehr sympathischer Autor. Ja, Elias aber leider noch nicht gelesen. Von Alex North, Der Kinderflüsterer. Love Abroad von Milka May. Was geschah mit Femke Star von Kerstin Rukik? Ein Buch, welches mich auch total reizt, nachdem zum Beispiel Phil von Phil O. Sophie sehr begeistert war von diesem Buch. Es soll sehr, sehr unerwartet sein, das Ende, beziehungsweise wie die Geschichte so vonstatten geht. Ein sehr, sehr besonderer Thriller, sehr, sehr außergewöhnlicher Thriller und damit kann man mich natürlich immer reizen. Project Jane, Ein Wort verändert die Welt von Lynette Noni. Ja, auch eine sehr, sehr interessante, spannende Thematik. Leider nur auch noch nicht gelesen. Anthony Doerr, Alles Licht, das wir nicht sehen, auf Anraten von Sophie gekauft in München. Und ich habe reingelesen, so die ersten, weiß ich nicht, die ersten 10, 20 Seiten. Ein sehr, sehr außergewöhnlicher Schreibstil, aber auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Von Karen Slaughter, Die letzte Witwe. Oh mein Gott, diese Aisling. Ich habe jetzt rausgefunden, dass das Aisling ausgesprochen wird. Von Sarah Breen und Emma McLeusett. Ich hoffe, es wird so ausgesprochen. Der ist kürzlich erst erschienen oder bei mir angekommen. Schlaf ist die beste Medizin von Dr. Christian Benedikt. Ja, alles über Schlafen. Ich finde Schlafen ja super interessant. Und deshalb freue ich mich sehr darauf, ja, da mal reinzutauchen. Das Labyrinth des Fauns von Cornelia Funke und Guillermo del Toro. Leider auch noch nicht gelesen. Shame on me. Ich muss das Buch lesen und dann den Film gucken. Unbedingt. Von Celeste Ng. Was ich euch nicht erzählte, ein sehr außergewöhnliches Buch soll das sein. Geht auch schon so ein bisschen in die Thriller-Richtung. Celeste Ng soll ein absolutes Schreibtalent sein. Und ja, es geht hier um ein Kind, das oder ein Mädchen, was vermisst wird. Und ja, dann tun sich irgendwie da ganz, ganz viele Abgründe auf während der Geschichte. Das klingt super interessant. Es geht weiter mit einem Thriller, Still Alive, Sie weiß, wo sie sich findet, von Claire Douglas. Claire Douglas hat auch dieses kleine Buch hier, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, Missing hat sie auch geschrieben. Das war wohl ein absoluter Erfolg, habe ich nicht gelesen. Ja, und dann ihr neuestes Buch ist eben dieses Still Alive. Finde mich jetzt von Katinka Engel. Faye, Herz aus Licht und Lava von Katharina Herzog, auch ein Buch, welches ich unbedingt lesen möchte, obwohl ich ja gar nicht mehr so in Fantasy-Stimmung bin, aber damit möchte ich dem Ganzen mal wieder eine Chance geben. Ja, mal gucken, wie mich das so von sich begeistern kann. Der Distelfing von Donna Tartt, leider auch noch nicht gelesen. Ich fand ja die geheime Geschichte von ihr super, habe mir daraufhin dann auch dieses hier gekauft und das wird ja auch verfilmt. Bald, müsste bald rauskommen, soll eine sehr, sehr bewegende Geschichte sein. Vier Farben der Magie von V.E. Schwab, leider auch noch nicht gelesen. Essenz der Magie von Lia Katrina. Dann mal ein bisschen was anderes. Schön, dass es dich gibt von Laura Marlina Seiler. Das war in diesen Hugendubel Blind Dates, war das ein Buch, was da drin war für mich. Ja, mal etwas sehr, sehr anderes, was ich sonst vielleicht auch nicht lesen würde oder was ich mir nicht kaufen würde.
aber es klingt sehr interessant. Von Emily Trunco haben wir hier einmal Deine letzte Nachricht für immer und Ich wollte nur, dass du noch weißt, ebenfalls von Emily Trunco. Von John Green, Schlaf gut, ihr fiesen Gedanken. Ihr wisst ja, dass John Green und ich ein bisschen auf Kriegsfuß stehen. Also ich komme mit seinen Büchern nicht immer ganz so mega klar, aber ich möchte dem mit diesem hier auf jeden Fall nochmal eine Chance geben. Vielleicht sollte ich es auch besser auf Englisch lesen. Wurde mir jetzt auch schon öfter mal empfohlen, dass man die Bücher von ihm dann vielleicht ein bisschen besser genießen kann. Ich weiß es nicht. Ich werde mal gucken, wie ich es mache. Was geschah mit Mara Dyer von Michelle Hodkin? Wird ja leider nicht weiter auf Deutsch übersetzt, was echt schade ist. Deshalb werde ich wohl oder übel auf die englische Ausgabe umsteigen müssen. Und zu den zwei letzten Büchern. Einmal von Stefanie Hasse, Schicksalsbringer, Ich bin deine Bestimmung. Ja, tatsächlich auch noch nicht gelesen, beziehungsweise generell noch gar nichts von Stefanie Hasse. Und das letzte Buch, was ich euch in diesem Video zeige, Eva Völler, Auf ewig dein, Time School. Man soll ja tatsächlich diese andere Reihe von ihr, von Eva Völler, ich komme gerade nicht drauf, wie die heißt, diese Zeitreise-Reihe. Die soll man auf jeden Fall vorher gelesen haben. Habe ich leider zu spät entdeckt. Ich dachte, das wäre eine andere Reihe, beziehungsweise, dass man die unabhängig voneinander lesen könnte. Aber es ist wohl besser, dass man die andere irgendwie davor liest. Deshalb werde ich mich da auf jeden Fall bald mal ranmachen. Ja, das war der zweite Teil meines Subs. Wie schon eben gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Also, ob ihr die Bücher schon gelesen habt, wie sie euch gefallen haben. Und vielleicht könnt ihr mich ein bisschen motivieren, dass diese Bücher nicht mehr allzu lange auf meinem Sub rumliegen. Das wäre sehr, sehr cool. Es sind da jetzt schon echt so ein paar zusammengekommen und das sind noch längst nicht alle. Ich würde sagen, das ist gerade mal die Hälfte von allen, die auf dem Sub liegen, wenn nicht sogar noch weniger. Also es sind echt viele, aber wie auch schon im ersten Teil gesagt, ich mache mir damit keinen Stress mehr, ich mache mir damit keinen Druck. Es ist alles gut, so wie es ist. Ich mag diese Auswahl einfach an Büchern, die ich habe zum Lesen und deshalb ist es alles super. Es sind ja auch, wie ihr sehen konntet, gerade die unterschiedlichsten Genre, die unterschiedlichsten Arten von Büchern, was auch sehr, sehr cool ist, dass man da irgendwie ja einfach diese Auswahl hat. Deshalb bin ich sehr froh drüber. Ja, ich bedanke mich wie immer bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder wann auch immer ihr das Video guckt. Mua. Tschüss!